Okay, ich möchte Sie heute ganz herzlich zu unserem Vortrag Leben mit Brustkrebs begrüßen. Wir, das sind einmal Anke Neumann, meine Kollegin als onkologische Fachkrankenschwester im Krankenhaus Waldfriede im Brustzentrum tätig. Und mein Name ist Ursula Frenger, ich bin Breastcare-Nurse und arbeite auch im Brustzentrum im Krankenhaus Waldfriede. Bei der Vorbereitung auf den heutigen Vortrag fand ich folgendes Zitat. Leben ist, was dir widerfährt, wenn du andere Pläne schmiedest. Lassen wir das einfach mal so einen Moment auf uns einwirken. Leben ist, was dir widerfährt, wenn du andere Pläne schmiedest. Ich glaube, das haben Sie auch miterlebt. Als Betroffene steht auf einmal die Welt auf dem Kopf. Unsere Gefühle fahren Achterbahn. Sie haben erlebt, welche Gefühle das ausgelöst hat in Ihnen, die Diagnose Krebs zu erhalten. Für die meisten war es ein Sturz aus dem Alltag, ein Schock, der einen handlungsunfähig gemacht hat, Angst, wie geht es weiter? Weder in der Schule noch in der Ausbildung und auch nicht im Beruf lernen wir, wie wir große Lebenskrisen meistern können. Aber es ist wichtig, dass wir immer wieder versuchen, unsere Zügel des Lebens in die Hand zu nehmen und zu spüren, ja, ich kann mein Leben auch jetzt gestalten. Sie werden Ihre Stärken ausloten, erkennen, was Ihnen Freude macht und was Sie an sich mögen. Ist es nicht manchmal so, dass wir an einer Kreuzung stehen und uns werden mehrere Möglichkeiten zum Ziel angeboten? Oder das Navi sagt uns, du kannst von A nach B fahren, aber du kannst auch über C fahren, da hast du vielleicht ein paar Kilometer mehr, aber die Strecke ist schöner. Und vielleicht gibt es auch noch ein Ziel D. Es ist schon etwas verwirrend und trotzdem müssen wir uns für einen Weg entscheiden. Wir möchten Ihnen zeigen, welcher für Sie ein guter Weg sein könnte. Ihnen erklären, was auf Sie zukommt, um die einzelnen Therapieschritte zu verstehen. Es gibt immer mehrere Möglichkeiten. Und wenn man versteht, warum es so ist, dann ist vielleicht C für den einen der richtige Weg und für den anderen ist es der Weg B. Oder Sie stehen vor einer Brücke, fragen sich, was erwartet mich beim Überqueren der Brücke? Habe ich mit Windböen zu rechnen? Wie lang ist die Brücke? Was erwartet mich am Ende der Brücke? Und wie geht der Weg danach weiter? Ganz viele Fragen, die Sie beschäftigen. Was kommt auf mich zu? Wie läuft die Therapie? Verkrafte ich die Nebenwirkungen? Welche Auswirkungen hat es auf mein Familienleben? Besiege ich die Krankheit? Werde ich wieder arbeiten können? Viele Fragen, auf die man eine Antwort sucht. Vielleicht waren Sie schon einmal am Abend, wenn es dunkel ist, am Strand und man fühlte sich einsam und verlassen, man konnte nichts sehen. Und auf einmal leuchtet ein kleines Licht in der Dunkelheit. Und schon fühlt man sich nicht mehr alleine. Da ist etwas, was einem den Weg zeigen möchte, einem zeigen möchte, wie komme ich in der Dunkelheit zurecht. Und vielleicht können wir Ihnen mit diesem Vortrag heute auch ein Licht in der dunklen Nacht sein, das Ihnen den Weg zeigt. Und Anke wird uns jetzt eine Übersicht geben. Diese Themen haben wir für Sie vorbereitet. Und zwar, was ist eine Chemotherapie? Welche Nebenwirkungen können auftreten? Dann die Selbstpflege bei Mundschleimhautentzündungen, Geschmacksveränderungen, Nagelveränderungen und Empfindungsstörungen, Selbstpflege bei Appetitlosigkeit, Übelkeit und Erbrechen, dann die antihormonelle Therapie, Hautpflege bei Bestrahlung und Chemotherapie, Krebs und Sport, Entspannung, Fatigue, das ist die sogenannte Tumorerschöpfung, Körperbildveränderungen, Sexualität und Krebs und Selbsthilfegruppen. Beginnen möchte ich damit, eine Chemotherapie, was ist das überhaupt?
Also unter einer Chemotherapie versteht man eine Behandlung mit Arzneimitteln, die das Zellwachstum hemmen. Das sind sogenannte Zytostatika. In der Regel werden immer mehrere Zytostatika miteinander kombiniert. Der Zeitplan für den Einnahmezeitpunkt und die Dosis der Chemotherapeutika heißt Schema. Und weil die Zytostatika Schemata mehrfach wiederholt verabreicht werden, spricht man dann immer von einzelnen Zyklen. Und welches Schema sie bekommen, wird immer von den Ärzten in der Tumorkonferenz festgelegt. Ja, Zytostatika, das sind Zellgifte, sie verhindern die Zellteilung und damit halt auch die Vermehrung der Tumorzellen. Die jeweiligen Medikamente, die sie bekommen, haben immer verschiedene Angriffspunkte im Leben einer Zelle und deshalb gibt es halt auch immer eine Kombination aus mehreren Substanzen in den einzelnen Zyklen. Der Überbegriff Chemotherapie wird ja gleichbedeutend benutzt. Zytostatika hemmen nur Zellen, die sich teilen und je mehr Zellen sich halt in der Zellteilung befinden, umso besser wirkt dann auch eine Chemotherapie. Und je kleiner ein Tumor ist, umso besser ist auch die Wirkung, weil dort noch richtig viele Zellen in der Zellteilung gerade sind. Aber leider werden halt nicht nur die Tumorzellen in ihrer Teilung gehemmt, sondern auch gesunde Zellen, zum Beispiel Schleimhautzellen oder auch Blutzellen. Und das führt dann zu Nebenwirkungen. Man unterscheidet daran akute und chronische Nebenwirkungen. Die akuten Nebenwirkungen, die treten halt direkt bei der Verabreichung auf, sind aber nur vorübergehend. Sie dauern nur wenige Tage bis Wochen nach Gabe der Therapie an. Sie sind reversibel, also das heißt, sie verschwinden wieder vollständig. Und die akuten Nebenwirkungen sind auch immer abhängig von der Dosis, die man bekommt, vom Alter, vom Allgemeinzustand, wie man sich fühlt und von der Art des Medikaments. Die chronischen Nebenwirkungen sind dagegen irreversibel, treten oftmals auch erst spät auf, nach der Gabe, manchmal erst Monate oder Jahre und die gehen leider nicht wieder weg. Hier sieht man so eine Übersicht von Nebenwirkungen, die auftreten können bei einer Chemotherapie. In der Regel ist es auch immer der Haarausfall, Mundschleimhautentzündung, die Denkleistung des Gehirns kann nachlassen, es kann zu Beschwerden des Magen-Darm-Trakts kommen und auch zu Veränderungen im Blutbild. Beginnen möchte ich mit der häufigsten unerwünschten Nebenwirkung, das ist die Mundschleimhautentzündung, auch als Mukositis bekannt. Sie zeigt sich mit folgenden Symptomen, und zwar meistens fängt es an mit einer Rötung der Mundschleimhaut, dann kann es zu Schwellungen kommen, zu einem Brennen, Schmerzen beim Essen und Trinken und auch zu kleinen wunden Stellen, sogenannten Ulzerationen und weißlichen Flecken. Um der Mundschleimhautentzündung vorzubeugen und entgegenzuwirken, gibt es einige Grundregeln, die ich Ihnen erläutern möchte. Und zwar als allererstes, man sollte Verletzungen vermeiden. Deshalb bitte keine Zahnstocher benutzen und nur eine weiche Zahnbürste. Man sollte keine harten, knusprigen Speisen zu sich nehmen, wie zum Beispiel harten Zwieback, Knäckebrot oder Chips. Man sollte eine Austrocknung der Mundschleimhaut vermeiden. Das geht auch eigentlich ganz einfach. Sie sollten viel trinken, ihren Speichel anregen, die Schleimhaut benetzt halten und keine zu austrocknenden Spülungen benutzen. Das sind meistens welche mit Alkohol, die zu doll austrocknen, also ohne Alkohol welche verwenden. Man kann milde Bonbons lutschen und Kaugummis kauen. Das regt auch den Speichelfluss gut an. Und gut ist es auch, einen Lippenpflegestift oder Lippencreme zu benutzen. Die dritte Grundregel ist, man sollte Reizung vermeiden. Und zwar scharfe, stark salzhaltige und saure Speisen und Getränke meiden. Die Lebensmittel sollten lange gekocht werden, damit sie schön weich sind und halt keine Verletzungen im Mund hervorrufen. Die Speisen auch lieber lauwarm als zu heiß essen, schön lange kauen und auf Nikotin und Alkohol bitte verzichten. Um Keime in Grenzen zu halten, sollte man mindestens 3 bis 4 Mal täglich Spülungen im Mund durchführen. Man kann zum Beispiel Salbei, Pfefferminze, Thymian, eine Teemischung benutzen oder die Tees halt auch einzeln. Ringelblumentee ist auch sehr gut und bewährt hat sich auch die Glandomet-Spüllösung, die gibt es in der Apotheke zu kaufen. Dann ist auch sehr gut das sogenannte Ölziehen mit einem gut schmeckenden Olivenöl, Kokosöl oder Sanddornöl. Und zwar gleich morgens nach dem Aufstehen, wenn man ins Bad geht, spült man den Mund mit Öl aus. Man zieht es immer hin und her, das Öl, bis es schaumig wird und spuckt es dann wieder aus. Das hat den Effekt, dass es wirklich keimabtötend ist. Es gibt einen schönen leichten Film auf der Mundschleimhaut und
Danach sollte man sich dann normal die Zähne putzen. Das soll sehr gut sein. Die fünfte Regel ist, man sollte Schmerzen behandeln. Bei stärkeren Schmerzen lieber vorübergehenden Schmerzmittel wirklich anwenden. Zum Beispiel gibt es Anästhesin-Lutschtabletten oder auch Xylokain-Gel. Und sehr gut ist auch eine Kombination von Glanomet mit örtlicher Betäubung als Spüllösung oder das Tantum-Verde-Spray, gibt es auch in der Apotheke zu kaufen. Lutschen von gefrorenen Ananasstückchen oder Eiswürfeln. Man kann eine reife Ananas in mundgerechte Stücke schneiden. Die kann man sich dann einfrieren, im Gefrierfach lagern und mehrmals täglich immer ein Stück sich rausholen und im Mund zergehen lassen. Ananas hat Enzyme, die auch eine Heilung beschleunigen. Und die Kälte ist natürlich auch sehr angenehm und lindert die Schmerzen. Als homöopathisches Mittel gibt es noch das Traumehl, auch als Mundspüllösung. Und wichtig ist es wirklich, dass Sie Ihre Schmerzen behandeln und dadurch normal essen und nicht die Schmerzen nicht behandeln und dadurch zu wenig essen. Ja, während der Chemotherapie klagen viele Patienten auch über einen metallischen, bitteren, salzigen oder einfach einen unangenehmen Geschmack im Mund. Dieser kann dann außerdem noch mit einer Mundtrockenheit einhergehen, ist aber ebenfalls auch nur vorübergehend und geht nach der Behandlung wieder zurück. Etwas Erleichterung könnten Ihnen folgende Maßnahmen bringen. Und zwar vor dem Essen kann man den Mund mit Wasser ausspülen. Lieber Plastikbesteck benutzen, wenn man einen metallischen Geschmack hat. Bittere oder zitronenhaltige Getränke, Bonbons oder Kaugummis stimulieren den Speichelfluss und beheben auch einen schlechten Geschmack. Milde Gewürze wie Basilikum, Rosmarin, Oregano können hilfreich sein. Aber auch das Marinieren von Fleisch mit Fruchtsäften oder milden Salatdressings oder Sojasauce soll auch sehr gut sein. Und man sollte nur das essen, was wirklich schmeckt und bekömmlich ist. Es gibt Chemotherapie-Medikamente, die zu Veränderungen an Finger- und Fußnägeln führen. Meist äußern sich diese in Form von Querrillen oder weißen Querstreifen und anderen Verfärbungen. Die Nägel können später auch weich und brüchig werden. Und in manchen Fällen kann es auch vorkommen, dass sich die Finger- und Fußnägel sogar ganz ablösen oder verkrümmen. Wie der Haarausfall sind diese Veränderungen aber auch nur vorübergehend und verschwinden wieder innerhalb weniger Monate nach der Therapie. Die Nägel wachsen dann wieder normal nach. Ja, was Sie unterstützend tun können, dass es erstmal nicht so weit kommt, Sie können die Nägel schön kurz schneiden und darauf achten, dass die Nägel nicht abbrechen oder einreißen. Die Nagelhaut nur ganz vorsichtig immer zurückschieben und nicht schneiden. Trockene Nägel schön eincremen mit Feuchtigkeitscremes oder mit milden Handcremes. Gesunde Nägel können Sie auch vorher schon mit Nagellack lackieren, das schützt, oder mit lichthärtendem Gel können die gestärkt werden. Künstliche Nägel sollten Sie allerdings während der Chemotherapie sich nicht raufmachen lassen. Um die Nägel zu schützen, bitte bei der Arbeit, gerade im Haushalt, Haushaltshandschuhe tragen. Und um die Fußnägel zu schützen, nicht zu enge Schuhe anziehen, sondern lieber ein bisschen weitere, dass die Nägel Platz haben. Leider können auch die Nerven durch die Chemotherapie in Mitleidenschaft gezogen werden. Das kann sich dann äußern durch Missempfindungen wie Kribbeln, Taubheitsgefühle oder Sensibilitätsstörungen, besonders in den Fingern und den Zehen und in den Händen und Füßen. Meistens verschwinden diese Phänomene aber auch wieder nach Ausklang der Therapie. Und um diesen Prozess auch aktiv zu unterstützen, können Sie zum Beispiel Ihre Hände und Füße mit einem Igelball massieren oder so eine Qigong-Kugeln benutzen. Das sind diese, gibt es auch in Silber zum Beispiel, die Qigong-Kugeln, die Sie einfach in Ihrer Hand immer hin und her bewegen. Wasser treten in wechselwarmem Wasser. Akupunktur hat sich auch bewährt. Dann gibt es ein homöopathisches Mittel, Hypericum D12, gibt es in der Apotheke. Dann nimmt man einmal am Tag 3 Globuli. Und Bewegung ist auch sehr gut, zum Beispiel Walken. Ja, die Haut ist ja das größte Organ bei uns Menschen und auch einer ständigen Erneuerung unterzogen. Und die obersten Hautzellen, die Epidermiszellen, die gehören genauso auch wie die Tumorzellen zu den sich immer wieder schnell teilenden Zellen. Daher kann es leider durch die Chemotherapie auch zu einer Schädigung der ganzen Haut kommen. Und diese äußert sich dann durch Spannungsgefühle, Juckreiz, Rötung,
Empfindlichkeit, Rauheit, Rissigkeit oder sogar bis zu akneähnlichen Hautveränderungen. Die Pflege der Haut während einer Chemotherapie ist daher besonders wichtig. Und Dermatologen empfehlen folgende Punkte. Und zwar verwenden sie möglichst schonende Reinigungsprodukte, die ihre Haut nicht zusätzlich austrocknen. Also wenn es geht, auf Seife verzichten. Die Pflegeprodukte sollten kein Alkohol enthalten und pH-neutral sein. Man sollte auf möglichst rückfettende Pflegeprodukte mit hautähnlichen Lipiden zurückgreifen. Die Haut sollte halt durch Handschuhe geschützt werden, wie ich eben schon sagte. Nur lauwarmes Wasser für die Körperpflege benutzen und die Haut dann mit weichen Handtüchern trocken tupfen. Ganz wichtig, man sollte direkte Sonneneinstrahlung vermeiden. Und natürlich kann man das nicht immer im Sommer. Und dann soll man wirklich ein Sonnenschutzprodukt mit dem höchstmöglichen Lichtschutzfaktor benutzen. Ja, eine weitere sehr bekannte Nebenwirkung ist die Appetitlosigkeit, die Übelkeit und das Erbrechen. Die wird halt ausgelöst durch eine Aktivierung des Brechzentrums im Gehirn durch die Chemotherapeutika. Und zwar durch diesen körpereigenen Botenstoff Serotonin, der insbesondere halt durch die Chemotherapie freigesetzt wird. Ja, Beginn tut die Übelkeit meist wenige Stunden nach der Medikamentengabe. Es kann aber auch schon sein, dass man halt Angst vor der Chemotherapie hat und dadurch die Übelkeit schon ausgelöst wird. Um der Übelkeit entgegenzuwirken, gibt es zur Behandlung von Anfang an einen sogenannten Stufenplan mit Medikamenten, von schwachen bis starken Medikamenten, die Sie von Ihrem Arzt verschrieben bekommen. Ja, was können Sie tun bei Übelkeit und Erbrechen? Ja, vermeiden Sie es, eine Mahlzeit zu sich zu nehmen oder zu kochen, wenn Ihnen sowieso schon übel ist. Finden Sie heraus, was Ihren Magen beruhigt. Versuchen können Sie es zum Beispiel mit Pfefferminze als Bonbon oder als Tee oder auch Ingwer hat sich bewährt. Pfefferminztee, der enthält ja das ätherische Öl Menthol, das die Nerven der Magenwand beruhigt und Übelkeit und Brechreiz auch mindern kann. Am besten sind es natürlich, wenn man frische Minzblätter benutzt. Jetzt zu der Jahreszeit kann man die noch ernten, auch trocknen für den Winter. Wenn man keine bekommt, sind Beutel natürlich auch völlig in Ordnung. Ingwertee können Sie sich auch ganz einfach selbst herstellen. Dazu einfach von einer frischen Ingwerwurzel 5 bis 7 Scheiben abschneiden, aufbrühen, ziehen lassen 5 bis 10 Minuten und die Wurzeln dann rausnehmen. Man kann auch ein bisschen Orangensaft noch dazu machen, dann schmeckt es einfach besser. Ja, tragen Sie locker sitzende, bequeme Kleidung. Nach dem Essen sollte man auch erstmal so eine aufrechte Haltung, bequem sitzen bleiben oder sich nur mäßig bewegen. Und man sollte bitte nicht mit leeren Magen zur Chemotherapie gehen, sondern immer was Leichtes vorher zu sich nehmen. Als homöopathisches Mittel gibt es noch das Nux Vomica D4 bis D6, was Sie auch nach Packungsbeilage benutzen. Die Ernährung ist von zentraler Bedeutung als Grundlage der Krebsbehandlung. Eine spezielle Diät, mit der sich der Brustkrebs oder andere Krebserkrankungen heilen lassen, gibt es jedoch nicht. Dennoch kann man halt immer wieder in Zeitschriften im Internet oder es gibt auch ganz viele Bücher über spezielle Krebsdiäten. Diese versprechen dann das Wachstum des Tumors aufzuhalten oder sogar die Krebsbehandlung zu heilen. Es gibt keine Krebsdiäten. Jeder, der das sagt, der lügt. Es ist wirklich so, keine der propagierten Krebsdiäten hat irgendeine nachgewiesene heilende Wirkung. Ganz im Gegenteil, durch die einseitige Ernährung schwächt man durch Nährstoffentzug den Körper noch zusätzlich, der ja sowieso schon belastet ist. Krebsdiäten wecken einfach nur falsche Hoffnungen und schmälern den Geldbeutel. Am besten ist es wirklich eine abwechslungsreiche, ausgewogene und schmackhafte Vollkost zu sich zu nehmen. Zu den Bausteinen der medikamentösen Behandlung gehört ja auch die Antihormontherapie. Sie wird angewendet, wenn der Tumor durch weibliche Geschlechtshormone zum Wachsen angeregt wird. Das ist bei ca. 60-75% der Patientinnen der Fall. Durch die regelmäßige Einnahme der Tablette wird das Risiko einer erneuten Erkrankung verringert und die Behandlung kann je nach Risiko 5 bis 10 Jahre andauern. Es gibt 2 unterschiedliche Medikamentengruppen, die auch auf unterschiedliche Art im Körper wirken. Welche Sie bekommen, hängt von ganz verschiedenen Faktoren ab. Das wird auch in der Tumorkonferenz besprochen und die Ärzte legen dann fest, welches Medikament sie bekommen.
Ja, wie bei allen Medikamenten können auch bei der Antihormontherapie Nebenwirkungen auftreten. Diese sind aber jedoch im Vergleich zur Chemotherapie sehr viel geringer und ähneln eher den Beschwerden, die man in den Wechseljahren hat. Ganz wichtig ist es wirklich, dass Sie die Medikamente regelmäßig einnehmen und so lange, wie Sie sie auch verordnet bekommen. Zu den bei Wechseljahrsbeschwerden oft eingesetzten Wirkstoffen aus der Pflanzenheilkunde gehören ja sogenannte Phytoöstrogene, wie sie beispielsweise im Soja enthalten sind. Bei Brustkrebs, der aber hormonrezeptorpositiv, also hormonempfindlich ist, sollten Sie solche Mittel keinesfalls einnehmen, da so ein ungünstiger Effekt auf die Grunderkrankung dann ausgelöst werden kann. Sojamilch, Tofu oder Sojaöl oder andere Lebensmittel, die aus der Sojabohne hergestellt sind, können Sie aber bedenkenlos zu sich nehmen. Also Lebensmittel ja, aber kein Soja als Tabletten. Gegen die Wechseljahrsbeschwerden haben sich Akupunktur, Wechselgüsse und kalte Waschungen bewährt, aber auch regelmäßige Bewegung, das Trinken von Salbeitee und das Medikament Remifemin aus der Traubensilberkerze helfen sehr gut gegen die Beschwerden. Nun möchte ich Ihnen noch einige Tipps für die Zeit der Bestrahlung geben. Neben der Operation und der systemischen Behandlung, also der medikamentösen Therapie, bildet die Bestrahlung das sogenannte dritte Standbein in der Onkologie. Die Tumorzellen werden dabei gezielt abgetötet und bestrahlt wird mit einem Linearbeschleuniger. Das ist das Gerät, was man da oben in der Ecke sieht. Die Physiker, die berechnen nach einem Planungs-CT ganz genau, wo bestrahlt wird. Das Bestrahlungsfeld wird dann auch markiert. In jeder Bestrahlungseinheit haben die da andere Methoden für. Und es wird auch immer wieder zwischen den einzelnen Bestrahlungen kontrolliert. Um die Nebenwirkungen möglichst gering zu halten, erfolgt eine Aufteilung in kleine Bestrahlungsdosen, die sich dann über mehrere Termine über einige Wochen aufteilt. Das umliegende Gewebe wird auch dabei möglichst geschont. Die Nebenwirkungen einer Bestrahlung, die sind immer abhängig von der Dosis der Bestrahlung, der Größe des Bestrahlungsfeldes, der Empfindlichkeit auch der Organe, aber eben auch vom allgemeinen Befinden und der Schwere der Krebserkrankung. Ja, es kann wachsende Müdigkeit kann auftreten, allgemeines Krankheitsgefühl, Appetitverlust, Abgeschlagenheit oder Kopfschmerzen. Und natürlich das Bekannteste ist die sogenannte Strahlendermatitis, das sind die Schäden an der bestrahlten Haut. Aber auch da können Sie wieder was tun. Und zwar, um die Haut am Bestrahlungsfeld am besten zu schonen, sollten Sie harte, scheuernde Kleidungsstücke vermeiden, weite Kleidung tragen, möglichst keine Kunstfasern, sondern Baumwolle, viel Luft an die bestrahlte Haut lassen, aber keine direkte Sonneneinstrahlung. Und die Haut im Bestrahlungsfeld nur vorsichtig auch mit lauwarmem Wasser waschen und dann schön vorsichtig trocken tupfen mit weichen Handtüchern. Vollbäder und längeres Duschen sollte man während der Zeit vermeiden. Man sollte im Bestrahlungsgebiet auch keine Seife anwenden, kein Duschgel, kein Deo oder Parfüm und keine Creme im Bestrahlungsgebiet. Ansonsten können Sie sich den restlichen Körper ganz normal eincremen, aber nicht die bestrahlte Brust. Die Haut, wie gesagt, mit einem weichen Handtuch trockentupfen. Bei Rötungen oder wenn Sie ein Hitzegefühl haben, können Sie nach Rücksprache mit dem Strahlentherapeuten, zum Beispiel gibt es Panthenolspray oder es gibt Aloe Vera Gel auch in der Apotheke zu kaufen, das können Sie sich auftragen bis 1-2 Stunden vor der Bestrahlung, aber wirklich bitte immer nach Rücksprache mit den Strahlentherapeuten. Hochdosierte Vitaminpräparate oder auch Johanniskraut sollten Sie während der Bestrahlung nicht zu sich nehmen, da diese die Nebenwirkungen noch verstärken können. Ja, nach 4 bis 6 Wochen, wenn Sie die Strahlentherapie abgeschlossen haben, dann klingen die Veränderungen auch in der Regel wieder vollständig ab. So. Ja, nachdem Anke Ihnen erklärt hat, was man bei den Therapien machen kann und was man dort beachten sollte, möchte ich mit Ihnen darüber sprechen, was kann ich für mich selber tun. Und wenn wir uns diesen Spruch von Joachim Ringelnatz angucken, Sport stärkt Arme, Rumpf und Beine, kürzt die öde Zeit und schützt uns durch Vereine vor der Einsamkeit. Vielleicht fragt sich der eine oder andere, ja, Sport und Brustkrebs, geht es überhaupt? Muss ich mich nicht schonen? Brauche ich nicht Ruhe? Darf ich meinen Körper überhaupt belasten? Aber
allein wenn man Sport macht, hat man oft Kontakt zu anderen und sitzt nicht nur zu Hause, sondern ist halt auch an der frischen Luft unterwegs. Und das hilft einem schon ein Stück weiter. Vor einigen Jahren hat man gesagt, Tumorpatienten müssen sich erholen und ausruhen. Sie dürfen keine körperlichen Belastungen haben und können eventuell sogar geschädigt werden durch Belastung und spielen eigentlich bei der Behandlung nur eine ganz passive Rolle. Und man hat es dann untersucht und hat festgestellt, dass Tumorpatienten eine körperliche Aktivität brauchen, eine Motivation, profitieren vom richtig dosierten Training, können etwas für sich selber tun und nehmen an der Gestaltung der Rehabilitation aktiv teil. Das heißt, man hat eine Studie gemacht mit Patienten, die Hochchemodosis bekommen haben im Krankenhaus bei leukämiekranken Patienten und hat einfach die einen Patienten während der Chemotherapie aufs Laufband geschickt, die anderen blieben im Bett und hat festgestellt, dass die Patienten, die auf dem Laufband waren, dass es denen viel besser ging, dass sie die Chemotherapie viel besser verkraftet haben und dass die insgesamt denen es einfach viel besser ging. Und darum ist es auch ein wichtiger Punkt in der Behandlung von Brustkrebs. Und was gibt es jetzt für Sportmöglichkeiten? Das ist einmal die Wassertherapie, also Aquafit, Aquagymnastik oder Radfahren, Wandern, Nordic Walking, Skilanglauf, Tanzen, Zumba. Und insgesamt hat Sport halt ganz viele positive Wirkungen. Die Bewegung vor allem an der frischen Luft fördert die Durchblutung und versorgt den Körper mit Sauerstoff. Dies kann Erschöpfung und Müdigkeit lindern. Knochen werden durch die Bewegung, insbesondere durch Kraftübungen, gestärkt. Das hilft auch, die Osteoporose vorzubeugen. Körperliche Aktivität verbessert auch oft die Stimmung. Regelmäßige Bewegung kann Blutdruck, Cholesterin und Blutzuckerspiegel senken. Und eine regelmäßige Bewegung regt auch die Verdauung und den Appetit an und verbessert den Schlaf. Und nicht zuletzt eben, dass es auch die seelische Verfassung verbessert. Und insgesamt kann man mit Sport einfach selber was gegen die Krankheit und die Folgen tun. Wenn man gemeinsam Sport macht, fördert das auch das Zusammengehörigkeitsgefühl. Man kann Erfahrungen und Informationen austauschen. Selbst wenn man es gewöhnt war, immer alleine Sport zu machen, hilft es manchmal, den inneren Schweinehund zu überwinden, wenn man gemeinsam geht. Und wenn man das häufiger gemacht hat, dann kriegt man auch Lust auf mehr. Sport und Bewegung können ein Gegengewicht zu der Krankheit setzen. Die Erkrankung kann dazu führen, dass sie den eigenen Körper als fremd, krank und schwach, als versehrt und als Ursprung von Leid und Schmerz empfindet. Und körperliche Aktivität erleichtert es, die Sichtweise zu ändern. Der Körper in Aktion erlaubt es ihnen, sich als stark, beweglich und belastbar zu erleben, was ihr Körpergefühl insgesamt verbessert. Und wir wissen alle, dass auch Bewegung setzt Glückshormone frei und baut Stresshormone ab. Wichtig ist, dass man unter der Therapie, besonders unter der Chemotherapie und der Strahlentherapie, keine Übertreibung macht, keine Überlastung, das Krafttraining nicht bis zum Anschlag austestet, trainiert ohne Schmerzen und man sollte auch möglichst so trainieren, dass man keinen Muskelkater hat. Also nicht jetzt unter der Therapie anfangen, seine sportliche Belastung zu erhöhen, sondern moderat. Und bei der wenn man unter der Strahlentherapie ist, darf man auch Sport machen, aber möglichst so viel nur an Sport, wie, dass sie nicht total durchgenässt sind, also nicht so total schwitzen. Keinen Sport sollte man machen, wenn man Schmerzen hat, Kreislaufbeschwerden, Schwindel, Fieber, Übelkeit, Erbrechen, dann sollte man mal eine Pause machen. Und die Krankenkassen bieten für Brustkrebspatienten auch den Reha-Sport an. Das bedeutet, dass sie 50 Übungseinheiten à 45 Minuten innerhalb von 18 Monaten bekommen von der Krankenkasse. Dazu muss ein Antrag von ihrem
behandelnden Arzt ausgefüllt werden. Den müssen Sie an die Krankenkasse schicken und sich dann ein Reha-Sportstudio suchen. Und dann kann man das einfach ausnutzen. Und wir wissen, dass Bewegung generell die Erkrankung, um an Krebs zu erkranken, um 40% verringert. Und auch wenn man halt an Brustkrebs erkrankt ist, kann man auch was dafür tun, dass es einfach nicht wiederkommt. Aber man, im Gegensatz zu Sport, kann man auch ein bisschen was entspannen. Wenn man im Computer nachguckt, was bedeutet Entspannung, steht es einmal für Entlastung der Muskulatur. Eine Methode zur Verminderung der körperlichen und seelischen Anspannung und Abbau von Stress. Und Verbesserung von zwischenstaatlichen Beziehungen. Das lassen wir heute Abend mal weg. Während der Behandlung erleben viele Patienten ein Wechselbad der Gefühle. Auf Zuversicht folgt Enttäuschung oder Verzweiflung. In dieser Zeit befinden sich ihr Körper und Geist im Dauerstress. Um die Anspannung und Belastung zu mindern, haben Entspannungsmethoden sich bewährt. Für jeden von uns bedeutet zur Ruhe kommen etwas anderes. Der eine geht gerne ins Konzert, der andere geht gerne wandern, ein anderer kann sich gut am Wasser entspannen und ein anderer wiederum liest vielleicht gerne ein gutes Buch. Aber das Leben mit Brustkrebs versetzt den Körper in eine Daueranspannung, die einfach gelöst werden muss. Darum kann alles, was Anspannung, Angst und Verkrampfung lindert, Ihnen helfen, Ihre Erkrankung besser zu verarbeiten und die täglichen Anforderungen Ihrer Behandlung möglichst gut zu verkraften. Und wir gucken uns jetzt einfach mal so ein paar Möglichkeiten an. Es gibt einmal die progressive Muskelentspannung. Hier werden einzelne Muskelgruppen angespannt, für einige Sekunden gehalten und dann versucht man wieder, das alles zu entspannen. Und dadurch kann man schon in relativ kurzer Zeit eine Entspannung der tiefen Muskulatur erreichen. Dann gibt es autogene Training. Da ist eine ganzheitliche Entspannung im Vordergrund und man wiederholt immer wieder so Sätze wie: Mein Arm wird ganz schwer, meine Atmung ist ruhig und gleichmäßig. Und dadurch kommt man auch zu einer Entspannung. Oder eine Atementspannung. Da kann man mit meditativen Atemübungen lernen, wie man so Schritt für Schritt sich entspannen kann. Das kann man auch sehr leicht mit CDs machen. Oder das Yoga soll so ein Gleichgewicht von Körper und Geist herstellen, sowie die Muskeln und das Nervensystem stärken. Und dann gibt es auch noch Qigong und Tai Chi. Die verbessern die Konzentration und führen zu mehr Ausgeglichenheit und Kraft. Wenn man das alles nicht so dafür ein Faible hat, dann kann man sich auch zu Hause entspannen, dass man einfach sagt, okay, ich lasse mir heute die Badewanne mit einem schönen Lavendelblüten oder Melissenöl ein. Vielleicht hole ich mir auch noch den CD-Spieler mit ins Bad und lege meine Lieblingsmusik ein oder ein Hörbuch, irgendwas, wo ich denke, dass es mir gut tut. Oder wenn man einfach nur die Ruhe haben möchte, dass man sich eine Kerze anzündet und einfach den angenehmen Duft des Badeöls genießt. Wir wollen jetzt noch ein bisschen was zum Körperbild sagen. Durch die Erkrankung, durch die Narbe, durch die OP hat sich unser Körperbild verändert und irgendwie wir als Frauen sind schon immer so, dass wir das möglichst, dass es alles gut aussehen muss. Dass ja auch unsere Brust ein Teil der Weiblichkeit ist. Und da ist jetzt eine Narbe und mit der muss man halt erstmal lernen, sich auseinanderzusetzen, das anzunehmen. Und Stefan Zettel, ein bekannter Psycho-Onkologe, sagte es einmal in einem Satz: Körperbildveränderungen bedeuten für viele Frauen eine massive Veränderung ihres Körperbildes, eine Erschütterung ihres weiblichen Selbstverständnisses und ihrer psychosozialen Rolle. Unser Körperbild ist individuell und von unserer Umgebung geprägt. Diese Vorstellung ist ganz in sich jederzeit veränderbar. Das heißt, wir sind geprägt von dem Land, in dem wir leben, den Menschen, die uns umgeben, von der Zeitepoche,
von der Kultur, der Religion. Das heißt auch, meine Vorstellungen von meinem Körperbild können sich im Laufe meines Lebens verändern. Und wir erleben sicherlich auch manchmal, ohne dass irgendwas passiert, solche Veränderungen. Bloß diese Veränderungen verlaufen sachte, sanft und man kann sich langsam daran gewöhnen. Aber durch die Erkrankung ist das Körpergebild stark ins Wanken gekommen. Wir müssen lernen, mit diesen Veränderungen umzugehen und lernen, unser neues Körperbild wieder anzunehmen. Dieser Prozess wird von jedem Menschen anders erlebt und der eine braucht länger dazu, der andere weniger lange. Und man muss sich einfach die Zeit dafür lassen, dass man das wieder annehmen kann. Durch die Chemotherapie ist der Haarverlust eins der Dinge, die in einem am meisten zu schaffen machen. Und die Medikamente, die es bei Brustkrebs gibt, die machen halt auch alle den Haarverlust. Man kann sich nicht verstecken, es ist für jeden sichtbar und verändert das Körperbild massiv. Aber es ist nicht nur der Verlust, der uns zu schaffen macht, sondern die Haare haben auch eine Bedeutung in unserer Gesellschaft. So zeigen sich die Haare und die Frisur durch die Jahrhunderte als etwas ganz Besonderes. Zum Beispiel als Zeichen der Lebenskraft, der Macht, der Würde, der Verführung, der Bedrohung, als Sitz der Seele, als Opposition gegen gesellschaftliche Regeln, denken wir an die Zeit der Hippies und Punks, oder als aufwendig gearbeitete Perücke des Hochadels im Absolutismus. Langgewachsenes Haar als Vorrecht der Freien, kurzgeschorenes als Zeichen der Unfreien. Kahlscheren steht aber auch für Strafe und Demütigung. Gucken wir in das Märchen von Rapunzel, der die Haare als Strafe abgeschnitten wurden. Oder die Sklaven, denen die Haare geschoren wurden als Zeichen der Unfreiheit. Oder die Totalrasur bei den Nonnen. Auch wenn diese Bedeutung in dem Umfang heute vielleicht nicht mehr diese Bedeutung hat, aber Kahlköpfigkeit bei Frauen ist nicht normal und zeigt daher speziell bei ihnen ganz unmittelbar, dass hier jemand an Krebs erkrankt ist. Verwundert es da, dass der Haarverlust für die Frauen problematisch ist? Natürlich, sie wachsen wieder, trotzdem. Es gehört viel Mut dazu, einen kahlen Kopf in der Öffentlichkeit zu zeigen. Auch wenn Perücken und Tücher heute eine gute Alternative bieten, ohne den Haarausfall wäre es leichter. Zu einer anderen Sache. In der Regel versuchen wir ja, brusterhaltend zu operieren, aber manchmal ist auch zur Behandlung die Entfernung der Brust nötig. Und nicht immer kann man sofort die Brust wiederherstellen und manchmal wird es auch nicht gewünscht. Und darum ist es dann halt besonders wichtig, dass man erstmal die Erkrankung verarbeiten lernt und nicht von der Umwelt ständig angesprochen wird. Und dass dieses neue Körperbild erstmal als Normalität in den Alltag einzieht. Dafür gibt es die Epithesenversorgung, wo es möglich ist, nach außen hin den Verlust der Brust zu verschweigen. Und dadurch hat man auch das Wohlbefinden und das Körpererleben wird dadurch positiv beeinflusst. Es gibt dafür spezielle BHs und Epithesen und auch die Krankenkassen übernehmen dafür die Kosten. Man bekommt 2 BHs im Jahr von der Krankenkasse bezahlt und alle 2 Jahre eine neue Epithese und auch alle 2 Jahre einen neuen Badeanzug. Natürlich ist der Verlust am nackten Körper sichtbar und schmerzt, aber wie schon vorhin gesagt, es ist ein Prozess, seinen neuen Körper wieder anzunehmen und dann auch gegebenenfalls nach Abschluss der Behandlung, wenn man merkt, ich komme damit vielleicht doch nicht zurecht, dass man auch über einen Brustaufbau wieder neu nachdenken kann. Auch die Sexualität in der Behandlung von Brustkrebs ist ein Thema, wo nur wenig drüber gesprochen wird.
Stressphasen in der Erkrankungszeit sind eine besondere Herausforderung für jede Partnerschaft. Gemeinsame Pläne fallen wie ein Kartenhaus zusammen. Neue Ziele müssen formuliert werden. Da ist das eigene Bedürfnis nach Zuneigung des Partners, der wiederum oft nicht weiß, wie er mit der Erkrankung seiner Partnerin umgehen soll. Sein Bedürfnis nach Sexualität kann unverändert sein, denn sein Gesundheitszustand ist oft stabil. Und auch er muss sich mit der neuen Rolle auseinandersetzen und braucht Fürsorge und Zuwendung. Sie sollten versuchen, neue Formen der Sexualität zu suchen und zu finden. Und das bedeutet nicht nur immer Geschlechtsverkehr, sondern auch alle Facetten des Berührens, des Streichelns und der Nähe. Während der Bestrahlung und Chemotherapie kann das sexuelle Verlangen deutlich herabgesetzt werden. Dann treten vielleicht Zärtlichkeit und Zuneigung mehr in den Vordergrund. Und als Tipp möchte ich Ihnen mit auf den Weg geben: Wichtig ist, was will ich, was brauche ich, was ist möglich? Und ganz wichtig, was geht oder was geht nicht? Und wenn man sich diese Fragen gemeinsam gegenseitig beantwortet, dann kann man auch eine Gemeinsamkeit finden und trotzdem ein befriedigendes Sexualleben bekommen. Durch die Medikamentengabe von der Chemotherapie und den antihormonellen Therapie kann es oft zu einer trockenen Schleimhaut kommen. Und da haben wir auch, wer da gerne noch Infos haben möchte, kann uns auch nach dem Vortrag ansprechen. Auch da gibt es Möglichkeiten. Ja, auch der Partner ist vielleicht von der Krankheit mit betroffen und sagt, wie kann ich meiner Partnerin noch weiterhelfen? Und wichtig ist, seien Sie da. Damit ist oft schon das Wichtigste getan. Gehen Sie mit zu Besprechungen, hören Sie zu, fragen Sie, was Sie nicht verstehen, fragen Sie Ihre Partnerin, was sie sich wünscht. Sprechen Sie aber auch Ihre eigenen Bedürfnisse an. Kommunikation ist in dieser Zeit eine ganz wichtige Sache. Schaffen Sie aber auch Freiräume für sich. Kleine Auszeiten, in denen nur Sie sich um sich kümmern. Verfolgen Sie weiter Ihre Hobbys. Treffen Sie sich mit Freunden. Unternehmen Sie Dinge, die Ihnen gut tun. Und auch wenn Sie immer zum Stammtisch gegangen sind, sollten Sie das machen. Erleben Sie aber auch zusammen mit Ihrer Partnerin schöne Momente ganz bewusst. Tun Sie sich in der Partnerschaft etwas Gutes, verreisen Sie, erfüllen Sie sich einen lang gehegten Wunsch oder planen Sie ein Ereignis, das Sie gemeinsam glücklich macht. Wie sage ich es meinem Kind? Auch das ist nicht immer ganz einfach. Kinder merken, dass etwas mit der Mama anders ist als sonst. Und wichtig ist, dass so Rituale, die so eingeführt worden sind, wie das Kuscheln, das Abendgebet, die Gute-Nacht-Geschichte, dass das einfach weitergehalten wird. Und dass man mit den Kindern offen, kindgerecht über die Krankheit spricht. Und es gibt auch für die Muttis ein Tagebuch, was hinten ist. Und dann auch für die Kinder oder Töchter in der Regel mehr, wo die auch so ihre Gefühle und ihre Gedanken mit reinschreiben können. Die Psychoonkologie ist auch ein Punkt, der Ihnen offen steht. Hier hat die Auseinandersetzung mit der Angst einfach einen geschützten Raum. Und wenn man merkt, dass man das nicht alleine schaffen kann, dann sollte man auch dieses Angebot annehmen. Und dann gibt es auch noch andere Kraftquellen, wo man sich Kraft holen kann. Das sind einmal die körperlichen Kraftquellen. Bewegung haben wir ja schon angesprochen. Auch das Rausgehen in die Natur, einfach was Schönes erleben. Für den einen kann es auch Gartenarbeit sein oder Tanzen. So fachliche Quellen sind Ärzte, Psychoonkologen. Dann das soziale Umfeld, das kann eine Selbsthilfegruppe sein. Dass man neue Leute kennenlernt, Kollegen, Freunde, Nachbarn, Partner oder so eine Seelenarbeit, einfach dankbar sein für das, was man hat,
sich vielleicht auch über Blumen, die am Wegesrand sind, einfach freuen. Der Glaube an die eigene Kraft oder die Selbstfürsorge, dass man einfach auch mal ein neues Rezept ausprobiert, sich einen Wunsch erfüllt oder sich belohnt und Ressourcen stärkt. Und dann gibt es die Möglichkeit der Selbsthilfe. Das ist ein Austausch in Gruppen. Hier können Patienten detaillierte Tipps und Tricks im Umgang mit Nebenwirkungen erhalten. Oft erhalten sie dort auch Hinweise in sozialrechtlichen Fragen. Und man kann vor allen Dingen auch mal Sorgen und Ängste abladen, die man vielleicht nicht im familiären Bereich sagen möchte. So kann ein Austausch mit Menschen, die ebenfalls an der gleichen Krankheit erkrankt sind, befreiend wirken. Und man merkt, ich bin nicht alleine und meine Gedanken und Gefühle sind ganz normal. Im Zeitalter der Technik, vom Internet, gibt es natürlich auch auf digitalem Wege Möglichkeiten. Es gibt Foren, wo man sich austauschen kann. Es gibt einmal die Selbsthilfe nach Krebs, die Selbsthilfegruppen vor Ort anbietet, aber auch im Internet Foren anbietet. Dann ist die Frauenselbsthilfe auch extra, gibt es eine Organisation nur für junge Frauen, die wieder andere Probleme haben. Und auch das Brustzentrum hier in Waldfriede hat eine eigene Selbsthilfegruppe. Und zum Schluss habe ich noch so etwas, was sich so jeder zusammenstellen kann. Ich glaube, Schuhkartons haben wir Frauen immer. Und man kann den schön bekleben. Und man kann da etwas reinpacken für Zeiten, wo es einem vielleicht nicht so gut geht. Dass man den einfach in den Schrank stellt und da sagt, wenn es mir nicht gut geht, hole ich mir diese Kiste raus und dann erfreue ich mich an den Dingen, die da drin sind. Das kann einmal auch sein, dass ich mir da irgendwie ein schönes Badesalz reinlege oder eine Maske, einfach zum, dass es mir gut geht. Oder ich hole mir eine schöne Kerze. Wir dürfen hier keine richtigen Kerzen benutzen. Oder ich habe eine Lieblings-CD, wo ich das, die ich mir da reinlege. Oder ich hole mir auch was schöne Pralinen oder so. Die dürfen da auch rein. Oder ein schönes Duftöl. Ich habe hier Orange. Oder was zum Duschen, was ich mir nicht jeden Tag gönne. Ja, oder vielleicht möchte ich auch irgendwie einen Tee, wo den ich schön finde. Oder ein Parfüm. Nehmen Sie aber nicht Ihren Lieblingsduft. Den sollten Sie während der Chemotherapie nicht benutzen, weil dann haben Sie da vielleicht anschließend so Aversionen gegen. Also auch einen anderen schönen Duft. Oder vielleicht möchte ich auch einfach nur ein schönes Tuch haben, was mich erfreut. Und das stellen Sie sich einfach in den Schrank und dann holen Sie das raus, wenn es so Zeiten gibt, wo Sie sich nicht so gut fühlen. Und wer jetzt keinen Schuhkarton hat, der kann die Brustkrebs Deutschland gibt Ihnen die Möglichkeit, halt auch schon mal Ihnen einen Karton zu schicken. Und so ein paar Sachen sind da auch drinnen. Und wer an diesem Karton Interesse hat, der kann sich eine Karte nehmen und die wegschicken. Und dann können Sie sich die schicken lassen. Stell dir vor, am Ende steht keine Mauer, sondern da steht ein Busch. Hinter dem Busch ein anderer Weg. Du musst dich nur hindurchkämpfen. Wir wünschen Ihnen, dass Sie hinter dieser Mauer keine Tür finden, sondern einen Busch, wo Sie sich hindurch drängeln können und vielleicht einen neuen Weg finden, einen neuen Weg, der wie es weitergeht. Anke und ich sagen danke für Ihre Aufmerksamkeit und wenn jetzt noch irgendwelche Fragen sind, stehen wir dazu gerne zur Verfügung.
Wenn Sie die Haut nicht zu sehr, sage ich mal, belasten dadurch mechanisch, ist eine Massage völlig in Ordnung. Mit einem schönen Öl können Sie sich gerne massieren lassen, auf jeden Fall. Ja. Und dann wünschen wir Ihnen noch einen schönen Abend.